Mehr als eine Viertelmillion Menschen haben vergangenen Herbst in Berlin für eine offene und freie Gesellschaft demonstriert. Im September und Oktober wird in Sachsen, Brandenburg und Thüringen gewählt. Wann, wenn nicht jetzt, ist es an der Zeit, für eine Gesellschaft einzustehen, in der alle Menschen frei von Angst und selbstbestimmt leben können. Wir sind viele, die den Rechtsruck in der Politik und in der Gesellschaft satt haben. Radikale Einschnitte in der Sozialpolitik, Kriminalisierung und Diffamierung zivilgesellschaftlichen und antifaschistischen Engagements, bundesweit die höchsten Fallzahlen rechter und rassistischer Gewalt, gefestigte Nazi-Strukturen. Das Problem Rassismus ist nicht auf Sachsen beschränkt. Wir finden Rassismus auf allen gesellschaftlichen Ebenen und Strukturen in allen Städten und Bundesländern. Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung sind Angriffe auf jeden Einzelnen und uns alle zusammen. Wir treten ein für mehr gesellschaftliche Teilhabe und soziale Gerechtigkeit für alle. Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Kommt mit uns auf die Straße. In Dresden. Am 24. August. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir begrüßen ganz herzlich zu der Veranstaltung, warum wir am 24. August unteilbar nach Dresden fahren, Bedingungen unteilbarer Kämpfe in Ostdeutschland, 30 Jahre nach 89 und kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Mein Name ist Nora vom Bündnis Unteilbar. Neben mir steht Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Süd-Brücken und auch im Bündnis. Wir wollen euch erstmal hier alle ganz herzlich begrüßen. Ja, als Unteilbar schließen wir uns zusammen, um unsere verschiedenen Kämpfe zu verbinden. Die Kämpfe für soziale Gerechtigkeit, für Freiheit, für Feminismus, gegen Rassismus und insgesamt für eine solidarische Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich daran orientiert, was wir Menschen in unserer Verschiedenheit eigentlich brauchen, statt an Profitinteressen, an Leitkultur und an Menschenverachtung. Unteilbar kommen wir auch in Zeiten des Rechtsrucks zusammen, weil wir die geballte Kraft von uns allen, von den vielen Menschen, die an verschiedenen Orten aktiv sind für Solidarität, weil wir diese geballte Kraft brauchen, um sie dem Rechtsruck entgegenzusetzen und völlig klarzumachen, wir lassen nicht zu, dass Flucht, Migration und Sozialstaat gegeneinander ausgespielt werden. Auch am 24. August in Dresden werden wir diese Solidarität wieder gemeinsam auf die Straße tragen, denn bei den Landtagswahlen in Sachsen, aber auch in Brandenburg und Thüringen steht viel auf dem Spiel, was uns früher oder später alle betrifft. Heute Abend wollen wir uns gemeinsam auf den 24. August und auf die Demo in Dresden einstellen. Ihr könnt den ganzen Abend über dort hinten am Infostand Tickets kaufen für unsere zwei Sonderzüge aus Berlin. Ihr könnt das auch online machen unter unteilbar.org/Sonderzug. Und genau, am Infostand kriegt ihr natürlich sonst auch Infos, wie man mitmachen kann, wie man unterstützen kann und was so bei der Demo passiert. Und während der Veranstaltung werden wir eine Spendendose rumgeben, denn so eine Demonstration kostet auch Geld für die Lautsprecherwagen, für die vielen Flyer, die wir schon vorher gedruckt haben und so weiter. Da sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns unterstützt. Ja, vielen Dank, Nora. Ich bin ja schon vorgestellt worden. Die Stiftung Nord-Südbrücken, also für die ich im Bündnis bin, fördert ostdeutsche Vereine im Bereich Entwicklungspolitik, Solidaritätsarbeit und fairer Handel und auch so ein bisschen Antirassismusarbeit. Und das Großartige an Unteilbar neben vielen anderen Dingen finde ich, dass 2019 so der Schwerpunkt auf der Situation in Ostdeutschland liegt. Gegenwärtig wird ja gerade wieder viel über den Osten geschrieben und auch spekuliert. Für den Bereich, für den ich so einigermaßen überblicken kann, die entwicklungspolitische Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, da kann ich wirklich auch sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen eigentlich deutlich schwerere Ausgangsbedingungen haben, dass vielfach die Ressourcen personell, finanziell deutlich schlechter sind, dass der Gegenwind rauer ist,
und nicht selten einfach auch die Unterstützung etwas spärlicher. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es überall eigentlich von Greifswald über Bad Belzig bis nach Wurzen, weiter nach Quedlinburg und nach Sömmerda, überall dort gibt es eigentlich Aktivisten und engagierte Menschen, die die Idee einer solidarischen, gerechten und weltoffenen Gesellschaft auch verteidigen. Und ja, also das finde ich ist eigentlich ja auch so der Kernpunkt, wenn wir jetzt nach Dresden fahren. Für mich ist das so Ausdruck der praktischen Solidarität und eben auch ein Beispiel dafür, dass unsere gemeinsamen unteilbaren Kämpfe sind. Ja, das geht uns alle an, auch wenn das vermeintlich in Sachsen, Brandenburg oder Thüringen jetzt ist. Ja. Und ich habe eigentlich ein ganz schönes Zitat aus dem letzten Jahr. Ich bin nach Berlin zu der Demo gekommen, um den Deutschen bei ihrem Rassismusproblem zu helfen, hat im letzten Jahr Ali, ein Geflüchteter aus Afghanistan, gesagt, der zusammen mit anderen Afghanen in Leipzig für ihr Bleiberecht kämpft, ja, und unter anderem unterstützt von Miguel vom Entwicklungspolitischen Netzwerk in Sachsen. Und ich denke, wenn wir jetzt nach Dresden alle miteinander fahren und nachher werden wir ja noch die Idee der Sonderzüge vorstellen, egal ob ihr mit dem Fahrrad fahrt, mit den Bussen oder mit den Sonderzügen, wenn wir jetzt nach Dresden fahren, dann geht es auch genau darum, unsere Idee von einer Gesellschaft, wo Menschen kommen und bleiben können, wo es um Menschenrechte überall weltweit und jederzeit geht, dass sie verteidigt werden und dass Solidarität eigentlich nichts Nationales und Ausgrenzendes, sondern eigentlich immer etwas Internationales und Gemeinsames, Solidarisches ist, dann geht es darum, diese Vorstellungen durchzusetzen und umzusetzen dort. Und ich finde, dass egal Ali oder Miguel, Rudaba, Thomas und Anna Cara jetzt ein Recht drauf haben, dass wir sie mal besuchen fahren und dort sozusagen die Kolleginnen unterstützen. Also Dresden, wir kommen und wir fahren alle mit und ich freue mich, dass ihr heute hier seid und kauft fleißig Tickets und dann wird das eine große, starke Demo. Vielen Dank. Und jetzt sagen wir sozusagen die Bühne für Menschenrechte an, die wird hier einen Auszug aus den NSU-Monologen geben für ungefähr 10 Minuten. Und also wir wollten nochmal sagen, das ist ein Ausschnitt, das ganze Stück dauert deutlich länger und hier wird jetzt ein Ausstieg geboten. Vielen Dank und habt einen schönen Abend. Vielen herzlichen Dank für diesen Auszug aus den NSU-Monologen. Ich denke, dass diese Stimmen der Angehörigen für uns alle sehr bedeutsam und wichtig sind. Mich macht das traurig und vor allem total wütend. Und ich glaube, dass es tatsächlich eine Frage auch für unteilbar für uns ist, wie wir solcherlei Emotionen vielleicht auch in welche Kanäle wir die gießen wollen, wie wir gemeinsam die in solidarische Praxen gießen können, um die eine Welt für alle zu verteidigen, und zwar hier. Herzlich willkommen zu dieser Diskussion. Mein Name ist Anna Stiede, ich moderiere diese Diskussion. Ich bin auch bewegt davon, heute Abend diese Diskussion moderieren zu können. Ich sitze hier gemeinsam mit Bernd Gerke, ein unermüdlicher Aktivist und Historiker, den die Widersprüche in der Geschichte der sozialen Bewegung interessieren. Bernd gründete im Herbst 1989 die Initiative Vereinigte Linke mit, ein Versuch eines Aufbaus einer DDR-weiten, staatsunabhängigen linken Organisation.
Gemeinsam sind wir auch mit anderen gerade am Aufbau des Netzwerk Ost beteiligt, um auf Solidarität zielende Erzählungen zum Herbst 89 zu stärken. Außerdem ist Rola Saleh heute Abend mit hier auf diesem Podium. Mit dir, Rola, haben wir eine Vertreterin von Jugendliche ohne Grenzen Chemnitz bei uns. Rola arbeitet als Sozialarbeiterin und engagiert sich ehrenamtlich für die Rechte junger MigrantInnen. Sie ist außerdem aktiv bei We Will Come United. Wir haben eben gerade im Vorgespräch noch einige sehr interessante Sachen aufgedeckt, wie zum Beispiel, Rola wird das dann auch am besten einfach selber erzählen, aber Rola kam 2001 nach Deutschland und wurde dann zugewiesen, musste dann quasi nach Chemnitz, aber Rola war auch davor schon mal da. Rola kam als unbekleidete jugendliche Geflüchtete 86 nach West-Berlin und hat sozusagen aus West-Berlin auch den großen Systemumbruch von 89-90 miterlebt. Außerdem sitzt Manja Prekels noch bei uns. Sie ist Schriftstellerin und Musikerin. Ich habe selten ein Buch gelesen, was mich so sehr bis in meine Träume verfolgt hat. Ihr Buch, Als ich mit Hitlers Schnapskirschen aß, gehört in den Schulunterricht, meiner Meinung nach, insbesondere im Westen der Republik. Es erzählt scheinbar beiläufig sehr anschaulich, was das Ende der DDR und der Anschluss an die BRD im Hinterland für soziale, für wirtschaftliche und auch kulturelle Folgen mit sich brachte. Und sie beschreibt vor diesem Hintergrund das Erstarken der Gorilla, nennst du die, glaube ich, der Gorilla-Faschobanden. Manja Prekels hat hier Worte und Bilder für etwas gefunden, was viele, die etwas unangepasster im ostdeutschen Hinterland aufgewachsen sind, erlebt haben. Und ihr Buch ist deswegen meines Erachtens nicht nur ein wichtiges Geschichtsdokument, sondern auch ein Werkzeug, um Gewalt und Hass jener Zeit zu verarbeiten. Dann sitzt mit uns noch Dr. Matthias Quent, Sozialwissenschaftler und Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Er forscht und arbeitet zu rechten Bewegungen und sein aktuelles Buch ist Deutschland rechts außen, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Auch hier freue ich mich insbesondere, Matthias seit über 10 Jahren oder so mal wiederzusehen. Matthias und ich haben doch die ein oder andere antifaschistische Initiative in unserer Jugend zusammen bestritten. Genau, das ist sehr schön, jetzt hier zusammenzusitzen auf diesem Podium. Ja, im Herbst stehen, oder in wenigen Wochen stehen die Landtagswahlen an und wir brauchen nichts schön zu reden. Es scheint sehr düster zu sein. Wie können wir uns diese Dunkelheit, diese Düsternis erklären? Welche Verantwortung trägt die Zivilgesellschaft auch in Westdeutschland für diesen Zustand? Ja, und nicht zuletzt, wie kann die Schönheit der vielen gegen das laute, hasserfüllte Brüllen der Rechten ankommen? In dem neu erschienenen Essay, was, glaube ich, von der Bundeszentrale herausgegeben wurde, schreibt Manja Prekels, was ist eigentlich der Preis für den Umbruch von 89-90? Und du hast da geschrieben, es ist oftmals das Verdrängen, was war. Wir nehmen diesen Faden mal auf, denn wenn wir, ob aus Ost oder West, um eine solidarische Gesellschaft ringen wollen, dann müssen wir möglicherweise auch die schwere Arbeit auf uns nehmen, das Verdrängte, ja, oder Zugänge zu dem Verdrängten freizulegen. Und in diesem Sinne hoffe ich jetzt auf eine lebhafte Debatte und Diskussion, um auf den Osten zu blicken, immer auch mit der Frage, ist das eigentlich ein rein ostdeutsches Phänomen oder wie, was kann auch die westdeutsche Zivilgesellschaft oder auch die Zivilgesellschaft in den Städten tun? Und um jetzt nicht länger hier rumzuschwafeln meinerseits, möchte ich gerne direkt in die Diskussion gehen. Rola, ich habe es ja eben gerade schon gesagt, du bist 2001 du bist in Berlin angekommen und musstest dann quasi nach Chemnitz. Und du hast mir eben erzählt, dass du spannenderweise diesen Systemumbruch von 89 in West-Berlin erlebt hast. Was hat diese Erfahrung, dieses Erleben in West-Berlin, konntest du was mit der anfangen, als du dann in Chemnitz angekommen bist? Hat dir das wie konntest du das zusammenbringen oder was hat das mit dir gemacht oder was erinnerst du?
Ja, ich sag nochmal, ich habe von 86 bis ungefähr 91 damals in West-Berlin gelebt, als es im Libanon noch einen Bürgerkrieg gab. Mein Bruder wurde schwer verletzt und deshalb haben meine Eltern ihn hierher zur Behandlung gebracht und wegen Angst um uns, mich und meine Schwester auch mitgebracht. Ich habe diese Zeit miterlebt. Ich stand vorm Fernseher und habe gesehen, die Leute weinen, nehmen sich im Arm, freuen sich. Überall waren die BRD, also die deutsche Flagge, und ich dachte, Deutschland ist Fußball-Weltmeister geworden. Ich war damals noch ein Kind. Im Nachhinein habe ich erfahren, durch die Schule, was da alles abgelaufen ist. Und ja, und ich habe mich sehr gefreut, weil in der Zeit war Libanon auch getrennt, oder Beirut war auch in West- und Ost-Beirut geteilt. Und ich habe mich gefreut, einfach für die Menschen, Verwandte, Freunde, dass sie sich wieder gefunden haben durch diese jahrelange Trennung. Und ich habe, als es auch West, es gab Schlangen vor den Banken wegen dieses Begrüßungsgeld, und ich habe auch Kinder gesehen und ich bin schnell nach Hause gerannt und habe meine Süßigkeiten genommen und die auch von meiner Schwester, die nicht davon gewusst hat, und ich habe die einfach genommen und einfach an diese Kinder verteilt, weil ich froh war, dass sie jetzt hier sind. Und als ich durch die vielen Jahre, die ich in Chemnitz ja gelebt habe, ich bin wieder 10 Jahre danach, 2001, als erwachsener Mensch zurückgekommen, und ich wurde nach Chemnitz, Sachsen, zugewiesen. Damals wusste ich nicht, was das ist, und habe den Polizisten gefragt, welcher Bezirk in Berlin ist das, mit welcher U-Bahn kann ich dorthin fahren. Natürlich hat er mich ausgelacht. Ja, und wie gesagt, ich war in Chemnitz, ich habe schon vorher gehört, oh, du gehst in einen harten Pflaster, dort sind nur Nazis, pass auf dich auf. Hier in Berlin, damals schon, 2001. Und ich hatte auch ein schlechtes Gefühl, als ich im Zug war und Richtung Chemnitz, ich sah nur Ruinen, Häuser, Wald, und ich habe gedacht, oh Gott, wohin komme ich? Als ich am ersten Tag in der ersten Aufnahmeeinrichtung war, habe ich gesagt, ich möchte hier nicht bleiben, ich möchte nach Berlin zurück. Ich kenne nur Berlin. Ich kannte damals das ganze Asylverfahrenssystem nicht, und man hat mir gesagt, ich muss einen Antrag stellen. Und mein Deutsch war damals so Kinderdeutsch und 10 Jahre kein Deutsch gesprochen. Und ich habe mir ein Wörterbuch gesucht und habe versucht, diesen Antrag selber zu schreiben. Und ich habe für die Umverteilung oder Zuweisung nur das Wort deportieren gefunden. Und ich habe, das klingt makaber, aber damals wusste ich nicht, was das ist. Und ich habe so einen Brief geschrieben, bitte deportiert mich zurück nach Chemnitz. Nach 6 Monaten kam die Antwort, nein, aber ich wollte das einfach mal kurz teilen. Und mit in der Zeit, in der ich in Chemnitz gelebt habe, habe ich immer dieses Gefühl gehabt, durch Sprechen mit Menschen und Begegnungen, habe ich immer diese Empathie vermisst für Menschen, die von Bomben, Krieg und Folter fliehen. Ich konnte es nicht verstehen, weil die Menschen in der DDR auch ein selbstbestimmtes Leben gestrebt haben und ihr Leben riskiert haben, um über die Grenze zu kommen. Und für mich ist das nicht verständlich, warum können besonders diese Bevölkerung diese Empathie für diese Menschen, die vor Krieg, Folter, Hunger und Bomben fliehen. Ja, und bis jetzt ist diese Frage für mich noch nicht beantwortet. Ja, danke. Bernd, gehen wir gleich mal zu dir weiter. Du warst in der Oppositionsbewegung in der DDR sehr aktiv, und du sprichst auch oft davon, dass es ein revolutionärer Moment war. Warum würdest du das einen revolutionären Moment nennen? Und vielleicht mache ich jetzt noch eine kleine Halbfrage dazu. Welche Rolle spielte denn Empathie in diesem Moment, in diesem Umbruchmoment? Bevor ich direkt auf die Frage eingehe,
will ich noch mal betonen, wie wichtig die eigentlich ist. Die Linke erinnert sich aus der heutigen Perspektive immer nur, was diesen Umbruch angeht, an die negativen Seiten. Sagen wir Rassismus, die Situation der Gegenwart mit der AfD, Pegida und so weiter. Das ist ein bisschen so, als wenn wir auf einen historischen Prozess gucken, sagen wir mal auf die Französische Revolution, aus der Perspektive des permanenten Krieges, mit dem Bonaparte Europa überfallen hat, und die eigentliche Revolution dabei gar nicht mehr anschauen. Und deshalb finde ich diese Frage so wichtig, gerade in diesem Jahr, sich dessen zu erinnern, was 89 tatsächlich passiert ist. Nicht nur danach zu fragen, was ist am Schluss dabei herausgekommen und wie kam das heraus, sondern eben nach dem Ausgangspunkt zu fragen. Und was dort passiert ist, das ist ein emanzipatorischer Aufbruch in einer verfallenden Gesellschaft, die von einem Polizeistaat zusammengehalten wurde, um es mal sehr zugespitzt zu sagen, und nicht um sozial-ökonomische Diskussionen, was war der historische Charakter der DDR. Die SED-Diktatur hat sich ja als Diktatur des Proletariats verstanden in der Realität, weil sie eine Diktatur über dieses Proletariat. Und dieser Ausgangspunkt muss erstmal gesehen werden, um die Prozesse, die im Herbst 89 stattfanden, begreifen zu können. Da waren zunächst erstmal Forderungen nach ganz simplen bürgerlich-demokratischen Freiheiten, allerdings unter Voraussetzung eines verstaatlichten allgemeinen Eigentums, sodass das die Bedeutung und der Charakter schon nochmal ein anderer war. Also ich sage das sehr vereinfacht, also Organisationsfreiheit, Meinungsfreiheit und ganz solche scheinbaren Selbstverständlichkeiten. Denn wo die nicht da sind, kann natürlich auch keine Vergesellschaftung und kein Sozialismus stattfinden. Da regierte eben eine kleine Clique von oben herab und hat jede Abweichung, begonnen bei Jugendlichen, die die falsche Haarfarbe hatten oder die falschen Hosen anhatten, und dann später bei den Erwachsenen in den Institutionen, die jede selbstständige Denkregung unterdrückt und sanktioniert hat, bis hin zum Gefängnis. Das ist erstmal der Ausgangspunkt zum einen. Zum zweiten, die Form, in der das alles stattfand, war im Unterschied, sagen wir mal, zur Sowjetunion oder auch zu Polen, wo der Veränderungsprozess aus den kommunistischen Parteien heraus erfolgte, war es in der DDR eben die Straße, eine Massenbewegung, die eine Breite erreicht hat, wie sonst kaum, die nicht nur die Großstädte oder die Hauptstadt Ost-Berlin erreichte, sondern bis in die kleinsten Städte ging. Es war eine Form von Massendemokratie, von Versammlungsdemokratie, wie man auch sagt, und hunderttausende Menschen fingen an, jetzt sich selber zu organisieren. In Bürgerbewegungen, der Unabhängige Frauenverband organisierte sich, bildete sich in dieser Zeit, die FAU, die Freiheitliche Arbeiter- und Arbeiterinnenunion, andere Initiativen, die sich gründeten in den Betrieben, wo bisher sozusagen nur von oben herab regiert wurde. Und das erreichte bis hin zu den Künstlerinnen und Künstlern, die in den Verbänden und außerhalb der Verbände jetzt aktiv wurden und kreativ wurden. Das ist sozusagen der Prozess, weshalb ich von einer Revolution spreche, von einer emanzipatorischen, die Mauern einriss, nicht nur die Berliner Mauer, sondern Herrschaftsmauern, Mauern der Herrschaft, und die im Jahr 89 selbst ganz oft Worte, die heute noch unbekannt oder schon wieder unbekannt sind, wie Basisdemokratie zu Schlagwörtern machte, die Massen ergriff, die sozusagen Ziele vor sich her trug, die ganz eng mit dem verbunden waren, was man demokratischen Sozialismus nannte. Das hat sich dann geändert. Das ist ganz böse dann anders ausgegangen. Aber das ist schon der nächste Prozess. Und ich will nur daran, wenn wir über die Arabellion reden, dann reden wir über den positiven Emanzipationsprozess und vergessen, dass hinterher die Muslimbrüder kamen und eine Militärdiktatur erneut die Macht ergriffen hat. Da erinnern wir uns begrifflich genau umgekehrt. Und wenn wir an die DDR 89 denken, ist es eben umgekehrt. Da erinnern wir uns nur an die negativen Seiten, die am Schluss herausgekommen sind. Und kannst du noch mal in einem Satz oder so sagen, also in dieser Basis, in dieser Basisdemokratie, in dieser Massenbewegung, die du da gerade beschrieben hast, also was, kannst du dich irgendwie an ein oder zwei Merkmalen sagen, was da dran sozusagen solidarisch war, woran du, hast du da gab es da Solidarität? Es gab, naja, wie in so einer Bewegung Solidarität halt stattfindet, ich sag mal etwas zugespitzt, da stand die auf hochhackigen Schuhen geschminkte Friseuse neben dem Punkrocker.
Und alle haben gerufen, eben Krenz muss weg oder Honecker muss weg. Das, diese Art von Solidarität im Kampf hat stattgefunden. Aber das schlug zum Beispiel nach der Maueröffnung, als dann ein ganz anderer Aspekt wichtig wurde, als der gemeinhin beredete, als zum Beispiel der Weltmarkt in die DDR eintraf, als die Betriebe schon in der Zeit sich reorganisieren mussten und erste Betriebsdirektoren, also die vorher mit dem SED-Parteiabzeichen sozusagen den Kommunismus verkündet hatten, sagten, wir müssen jetzt Massenentlassungen vornehmen oder müssen Rationalisierung vornehmen. Da wich sozusagen, kam Angst, soziale Angst auf und da kamen dann auch die ersten Ellenbogen raus. Das ist ein wichtiger Umschlachtsprozess gewesen, der dann im Winter 1990 stattfand und am 18. März dann entsprechende Wahlergebnisse für die Konservativen hervorbrachte. Also da sprang sozusagen der Moment der Solidarität, schlug um in einen Moment der Entsolidarisierung und das rette sich, wer kann, sehr vereinfacht gesagt und zugespitzt. Aber ich will das auch nicht idealisieren, was vorher war, denn bestimmte Widersprüche, die waren ja natürlich auch schon vorher da, nicht nur zwischen oben und unten, sondern jetzt hatten wir ja schon rechtsradikale Jugendgruppen, die Linkspunk zum Beispiel verdroschen und so weiter und so fort. Das gehörte natürlich auch mit dazu. Aber das Dominierende in diesem Herbst, das war eben das Gemeinsame unten gegen oben. Ja, auf diesen Widerspruch kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch, oder auf die Widersprüche noch mal zu sprechen, hoffentlich. Manja, du bist ja im Brandenburger Hinterland, glaube ich, aufgewachsen. Wie hast du denn 89 und die Folgejahre erlebt? Ich bin jetzt anders als Bernd. Ich bin einfach jünger und gehörte nicht zu den Aktivposten, da damals zu den Leuten, die da auf die Straße gegangen sind und ihren Protest, ihren Berechtigten auf die Straße trugen, sondern ich bin 14 gewesen beim Mauerfall. Und lauter? Ich bin 14 gewesen beim Mauerfall und 15 dann, ja, als dann der besagte Frühling oder die anarchische Phase und die Phase des Aufbruchs und die Phase eines Glaubens an einen neuen gemeinsamen Staat auch schon wieder vorbei war und ja, sich der Anschluss erfolgte, da war ich auch 15, also ich war jugendlich und habe aus der Perspektive heraus aber durchaus eine radikale Politisierung meiner Generation erfahren. Also oder einer Generation Kohorte oder Generation finde ich immer schwierig, aber also im Prinzip gab es den doppelten Systembruch. Wir waren mitten in der Pubertät und das Land verschwand, in dem wir existierten zuvor. Und ich habe erlebt, wie dieser rassistische Flächenbrand, der dann sofort, muss man sagen, also direkt im nationalen Taumel rund um schon die freien Wahlen, die ersten freien Wahlen in der DDR, der dann losbrach und sich immer weiter verfestigte, spätestens mit dem Sieg der Allianz für Deutschland. Also das, was sich da Bahn brach und wie ein Flächenbrand ja auch sofort die Mauerreste übersprang und ganz, das ganze Land erfasst hat. Also da war ich quasi mittendrin, nicht im Auge des Sturms, sondern davon unmittelbar betroffen. Zschäpe, Mundlos, Bönhardt, auch der Typ, der jetzt den Regierungspräsidenten Lücke ermordet hat, das sind einfach alle Leute, die in der Zeit politisiert und sozialisiert sind. Und der Kollege ist eben auch ein, der Kollege sage ich schon, ist sicher kein Kollege, der Mörder von Lübcke, ist eben Westdeutscher. Und da hat tatsächlich sowas wie eine Wiedervereinigung stattgefunden zwischen alten und neuen Nazis in Ost wie West. Also die waren sofort da. Die Strukturen gab es ja vorher schon, die kannten sich vorher schon. Zum Teil sind ja im Osten Leute, die DDR hat sich ja dem nicht gestellt, dem Problem des Neonazismus, den es einfach gab, spätestens ab Anfang der 80er konnte man es nicht mehr übersehen, dem Problem des latenten Rassismus im Land, der ja auch strukturell bedingt war, damit wurde sich nicht auseinandergesetzt und Leute wurden einfach in Knast geschickt wegen Rauditums und irgendwelchen Raudi-Paragraphen, sind zum Teil freigekauft worden vom Westen und dann wieder zurückgekommen und haben so Strukturen aufgebaut, also. Und hinzu kommt also eben dieser rassistische Flächenbrand, der das ganze Land erreichte, wo wir mittendrin steckten, der Ost und West erreichte und es war plötzlich sexy, auf den Schulhöfen Nazi zu sein. Also die Mädchen verknallten sich in die Typen mit den fiesesten Hakenkreuzen und den finstersten Ausländer-Hatz-Geschichten. Also das war so. Und da steckten wir mittendrin. Und wenn ich wir sage, dann gab es damals durchaus ein Wir von Leuten, die sich dagegen wehrten. Und bei dieser neuerlichen Uniformierung nicht machte, so wie es bis heute ja im ganzen Land und in allen noch so finsteren Provinzen zum Glück immer widerständige Menschen gibt. Aber wir waren halt sehr wenige
Es gab noch nicht die Möglichkeiten, die man heute hat, die moderne Kommunikation, wir hatten ja nicht mal Festnetztelefone, was dort relativ schwer ist, wenn man sich gegen eine erstarkende rechtsradikale Bewegung versucht zu verteidigen, was dann wirklich schwierig ist, da ja, dagegen vorzugehen. Aber das so ganz grob, also so hat mich das erwischt und von der Freude und Großartigkeit des Moments für eine Menschen, die ein bisschen älter waren als ich, sagen wir mal 19, und die Gegend verlassen konnten, fliehen konnten, für die hat sich eine Welt aufgetan. Für uns, die wir da saßen und irgendwie unsere Schule beenden mussten und einfach, wir saßen als Gefangene da drin und haben das erlebt. Und das Bittere ist eben, dass die Protagonisten von damals, die Leute, die uns jagten, die damals Häuser anzündeten und Menschen und zum Teil nie dafür zur Rechenschaft gezogen worden sind, sind heute wieder da, sind heute maßgeblich auch mitbeteiligt an Pegida, an der AfD. Und während ganz viele Flüchteten aus dem Osten, also ein Riesenproblem in Ostdeutschland, ist und bleibt nach wie vor die Flucht von Menschen, von Hunderttausenden, die gegangen sind, wenn sie nur irgendwie eine Chance sahen, die auch gehen mussten, weil sie eine Arbeit suchten, weil sie eine Existenz suchten. Und die fehlen so bitter. Und die sind ja da. Also die sind ja weiter da, zum Teil auch im Land und machen auch zum Teil großartige Arbeit in westdeutschen Städten und Provinzen. Aber die fehlen und geblieben sind eben ja, die Irren und ja, Nazis und ja, und ja, und auch die Stillen, also die Stummen überall, die immer bei allem mitmachen, die es ja immer gibt, die einfach Beifall klatschen, wenn es sich so anmacht. Jetzt habe ich hier eine düstere Stimmung heraufbeschworen. Okay, ja. Nee, vielleicht, also vorhin der NSU-Monolog, mir fällt eben auf, dass ich ziehe jetzt ganz viel durchs Land seit 2 Jahren mittlerweile. Und ich lese vor Schülern, 15-, 16-Jährigen, und während ich in Westdeutschland ganz bunte, vielfältige Klassen habe, also migrantische, postmigrantische Perspektiven, Kinder und Jugendliche, die da einfach sitzen und miteinander sind und bei allen Problemen, die es nicht zu verleugnen gibt, die sind, als sie ganz kleine Kinder waren, politisiert worden, ja, über den NSU. Ja, die deutsche und die weiße Mehrheitsgesellschaft hat ja kaum was gemacht. Also zumindest ist nicht das Erfolg, was hätte passieren müssen und tatsächlich dieses Land hätte verändern können und müssen. Und die hören mir zu, die haben ganz viele Fragen und die wollen, dass dieses Land so wird, wie sie sich das vorstellen, verdammte Hacke. Also die sind wirklich gut drauf, das macht mir große Freude, ich sehe da großes Potenzial. Also eine politische Generation und in Ostdeutschland nicht minder. Die sind auch echt inzwischen müde von den Depressionen und Meckereien ihrer Eltern, vom Schweigen, die sind dessen auch überdrüssig, da bricht was auf. Aber es sind auch ganz oft rein weiße Klassen und der Begriff Rassismus ist in Ostdeutschland ein solches Tabuwort. Nicht mal Lehrer nehmen es in den Mund und das ist ein Riesenproblem nach wie vor. Das ist interessant, weil Matthias und ich auch eben in dem Vorgespräch darüber gesprochen haben, über dieses Problem weggegangen zu sein, also ich fasse mich an die eigene Nase, und aber auch darüber gesprochen haben, dass wenn ich nach Thüringen zurückkomme, sehe ich durchaus, dass die Städte sich verändern, also sozusagen das Stadtbild verändert sich, sozusagen öffentliche Räume werden sozusagen eingenommen, da sind nicht mehr nur überall Kartoffelmenschen so, das ist durchaus eine sehr positive Veränderung. Matthias, wie erinnerst du dich denn an, also 89 vielleicht jetzt nicht konkret, aber an die Folgejahre, die 90er in Thüringen oder in Jena? Also ich bin ja nochmal 10 Jahre jünger, das heißt 89 war ich 3. Frühe Erinnerung, ich habe so eine Assoziation irgendwie Matchbox-Autos. Es gab auf einmal mehr Matchbox-Autos. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen symptomatisch dafür, dass Menschen ja nicht nur für bürgerliche Freiheitsrechte, sondern eben auch für Bananen die Wende wollten, den Anschluss, wie du es genannt hast, wollten. Ich habe mich mit den 1990er Jahren, ich bin kann das schwer rekonstruieren in meiner Kindheit, ich glaube das erste Mal, wo ich wirklich bewusst mit Nazi-Problemen
konfrontiert war, familiär bedingt war, als 1997 große Demonstrationen, 98 in Saalfeld stattgefunden haben, die erste Gewerkschaftsdemo seit 45, die verboten war, war eine antifaschistische Demonstration in Saalfeld gegen Thüringer Heimatschutz, gegen diese ganzen NSU-Vorläufer-Institutionen. Damals sind noch massenhaft Busse aus Göttingen, Berlin, Leipzig dorthin gefahren, haben dort demonstriert, haben dort einen Antifa-Block gebildet gegen die Nazis vor Ort, auch mit natürlich Akteuren vor Ort, wurden auf der Autobahn abgefahren, dann gab es Autobahnblockaden, wie auch immer. Anfang der 90er, als diese Nazi-Strukturen entstanden, gab es Akteure, die auch heute aktiv sind. Ich habe heute ich war heute Mittag noch an der Humboldt-Universität und habe da ein Auto stehen sehen mit einer Aufschrift Klima wieder, Saalfelder Kennzeichen. Das ist die Firma von einem der führenden Nazis, der Anfang der 90er die Strukturen aufgebaut hat, der im NSU-Komplex beim Abtauchen geholfen hat durch die Zurverfügungstellung oder die Abholung von einem Fluchtwagen, der im NSU-Prozess auf die Frage, beschreiben Sie mal Ihre damalige politische Motivation, was meinten Sie denn mit Volkstod und so weiter, gesagt hat, naja, Deutschland schafft sich halt ab, der jetzt Veranstaltungen, Konzerte veranstaltet mit Kategorie C in seinen Werkhallen, der also voll angekommen ist, der erfolgreich ist, der Strukturen bietet, der diesen bürgerlichen Rassismus, für den Sarrazin steht, vollkommen etabliert hat und der jetzt unter anderem, wie ich gehört habe, auch im Innenministerium die Klimaanlagen hier in Berlin baut. Das bedeutet also, diese Kontinuitäten, die weiterführen, diese Rechtsextremen, diese Gewaltnetzwerke, die in Ostdeutschland tief verankert sind, die nie zerschlagen wurden, bis heute nicht, sondern die Normalität prägen. Ja? Also man muss sich ja vorstellen, Neonazis, die Leute früher totgeschlagen haben, sind jetzt Inhaber von Autowerkstätten, sind jetzt Nachbarn, sind irgendwie die Cousins von Polizistinnen, ganz normal. Das macht was mit einem Alltag. Meine Erfahrungen waren dann persönlich ein bisschen später, ab in den 2000er Jahren, wo ich jung war und bunte Haare hatte und es immer noch so war, dass wir am Gymnasium früh am Bus abgeholt wurden von einer Gruppe Nazis, die mit Steinen und mit Stahlstangen auf uns losgegangen sind, die sind abends durch die Städte patrouilliert, haben Menschen verprügelt mit den Autos. Das war normal. Ja? Ich habe tatsächlich gebraucht, um zu verstehen, dass das nicht normal ist, die ganze Zeit Angst zu haben, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt. Und das hat auch einen positiven Effekt gehabt hin zu einer Politisierung von bestimmten Akteuren. Und ich mache ähnliche Erfahrungen, wie du das geschildert hast, dass in Westdeutschland mir großes Unverständnis entgegenschlägt, große Betroffenheit. Ich aber gleichzeitig, wenn ich mit migrantischen Personen spreche aus Westdeutschland, mir gesagt wird, ja, das geht uns ganz genauso. Nur wer es nicht wahrhaben wollte, war die weißdeutsche Mehrheitsbevölkerung. Die NSU-Monologe, die wir hier, ich habe sie schon mehrfach gesehen und ich bin jedes Mal wieder tief ergriffen. Aber das, was hier dargestellt wurde an polizeilichen Rassismus, an struktureller Diskriminierung, das waren ja westdeutsche Polizeibehörden. Das war ja nicht Dunkeldeutschland, der Osten, sondern das war in westdeutschen Metropolen, in Köln, in dem Fall in Nürnberg. Das bedeutet also, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und die Kontinuitäten, die uns bis heute beschäftigen, sind, glaube ich, viel entscheidender als der schöne politische Schlagwort vom Rechtsruck. Das ist kein Rechtsruck, das war schon immer da. Es war auf die eine oder andere Weise da. In der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Arnstadt, war ab 1994 jemand Bürgermeister, der gesagt hat, im Wort Nazi, das nimmt er für sich nicht in Beschlag, weil da ist ihm zu viel Sozialismus drin. Das war sein einziges Problem damit. Also auch sozusagen rechtspopulistische Politik war keine Ausnahme. Es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches oder Neues. Neu ist der Name, neu ist vielleicht auch die Entschlossenheit, mit der die antreten. Aber in der Tat glaube ich, dass die westdeutsche Diskussion viel von ostdeutschen Erfahrungen im Umgang mit Rechtsextremismus lernen kann, weil in den letzten 30 Jahren zivilgesellschaftliche Bündnisse, Strukturen entstanden sind, auch im ländlichen Raum, die extrem viel geschafft haben, die vom Hintergrund von Gewaltbedrohung, von einer im Grunde nicht vorhandenen bürgerlichen, liberalen Zivilgesellschaft es doch geschafft haben, Strukturen zu etablieren, Gegenwehr zu leisten und dazu zu führen, dass es eigentlich überall Bastionen der Hoffnung auch gibt, selbst im noch so ländlichen Bereich. Ich könnte eine Reihe Beispiele nennen, aber ich will nicht überziehen. Dankeschön. Jetzt haben wir einen entscheidenden Punkt nämlich ausgemacht, nämlich der Rassismus im Osten. Rola, wie erklärst du dir denn den Rassismus in Chemnitz und in Sachsen? Also er hat schon gesagt, das ist überall in Deutschland verbreitet und
Ich neige dazu zu sagen, das ist eine deutsche Tradition, weil die ist sehr tief verankert. Man muss sich nur Aufenthaltsrecht angucken, Asylbewerberleistungsgesetz, Lagerunterbringung, Entrechtung von Asylsuchenden, Ausgrenzung. Die Politik sendet falsche Signale. Also wenn die Politik das macht, und dann ist man empört, wenn die Rechten auf die Straße marschieren. Das ist für mich heuchlerisch. Und ja, es gibt aber die Menschen, die sich engagieren, die sich in letzter Zeit ja, alleine fühlen, die Verstärkung brauchen, die Solidarität brauchen, Ressourcen. Jetzt schon merken viele Vereine, Initiativen, dass es mit den Ressourcen knapp werden. Und Gott bewahre, was nach dem September, 1. September kommt. Und dafür wappnen sich zurzeit sehr viele. Und man weiß nicht, wie es weitergeht. Es sind Existenzen bedroht. Auch Sicherheitsvorkehrungen für Aktivisten, für Vereine, Organisationen sind ein großes, großes Thema. Und ja, wie gesagt, ich habe gesagt, das Problem ist auch wirklich, dass die Politik das alles deckt, in Sachsen besonders. Und ja, das ist, die Arme der Nazis sind überall in der Gesellschaft weit verbreitet. Und viele gucken einfach weg und interessieren sich nicht. Und denken, wie gesagt, dass Rassismus ein Problem für die Migranten ist. Aber es vergiftet die ganze Gesellschaft hier in Deutschland, wenn es so weitergeht. Und die Politik ist am Zug, diese Missstände zu verändern, aber wir auch alle sind gefragt. Also ich habe jetzt bei euch allen auch so rausgehört, es ist sozusagen auch ein deutsches Phänomen und zwar eben nicht nur ein ostdeutsches Phänomen. Also es hilft auch nichts irgendwie zu meinen, Rassismus, Neonazis seien ein ostdeutsches Phänomen allein. Bernd, mittlerweile beginnen ja hier halt eben auch Menschen aus dem Westen sich dafür zu interessieren, dass halt eben der Anschluss der DDR an die BRD mit Treuhand, Kohl und Co., einer sozialen Krise gleich kam, die vielleicht auch Grund für zahlreiche politische Verwerfungen ist. Das hast du ja eben gerade auch selber gesagt, dass sozusagen halt eben dieser Moment eines Aufbruchs, wo es vielleicht auch Solidarität gab, umgeschlagen ist in Ellenbogen ausfahren. Aber dieser Rassismus im Osten lässt sich ja sicherlich nicht nur allein über dieses Scheitern der DDR erklären. Also in der DDR, das ist eben auch schon mal, hat man ja auch gesagt, in der DDR gab es Pogrome gegen MigrantInnen. In Weimar und Erfurt wurden sozusagen MigrantInnen durch die Stadt gejagt. Die DDR war rassistisch strukturiert. Schaut man sich sozusagen die Vertragsarbeit an, dann wird das da ganz klar. Also welche Rolle spielte denn eigentlich der Rassismus in der DDR-Opposition oder war das überhaupt ein Thema? Ein Satz nochmal zu Matthias, ich würde das genauso sehen und ergänzen wollen, dass die ganzen 90er Jahre, seitdem sozusagen am 18. März die Konservativen in Deutschland eine Hegemonie errichtet haben, sozusagen, völlig im Zeichen gegen links, im weitesten Sinne. Der Bürgermeister, den er zitiert hat, den am meisten der Sozialismus am Nationalsozialismus störte, ist durchaus typisch zu fassen, sozusagen. Also es war alles antikommunistisch, antisozialistisch und die positiven Momente, die es gab, wo eine Linke neu wieder erstand nach dieser Niederlage am 18. März, das waren die Kämpfe gegen die Treuhand. Die haben die Linken in Ostdeutschland, im weitesten Sinne die Linken, auch wieder verloren mit der Deindustrialisierung. Die soziale Basis war weg. So, das wollte ich unbedingt noch ergänzen. Wichtig ist aber in der Tat, so einfach das, was nur auf diesen Umbruch und diese Entwertungserfahrung, die ja massenhafte war, die DDR-Gesellschaft oder die ostdeutsche Gesellschaft stand auf dem Kopf, während in der Tat sich im Westdeutschland das Leben fast normal weiterentwickelte. Nun kamen lauter Sachsen und Thüringer auf einmal nach Frankfurt und München. Das war das Einzige, was sie sonst merkten. Aber im Prinzip ging das normale Leben lange Zeit weiter.
Das änderte sich dann auch natürlich. Rassismus gab es aber eben auch in der Tat im Osten. Man muss, um die Frage zu beantworten, die ist gar nicht so einfach. Ich habe keine leichte oder einfache Antwort, weil ihr müsst einfach bedenken, dass das, was sozusagen wir heute darüber wissen, haben wir damals gar nicht gewusst und wissen können. Es gab begrenzte Erfahrungen, die sich insbesondere am Ende der DDR zuspitzten, die sich auch der Opposition gerade mitteilten, weil nämlich die Nazi-Subkulturen auf die Punks losgingen, die dann zum Teil mit der Opposition direkt verbandelt waren. Da gab es einen Überfall 1987 auf ein Konzert in der Zionskirche hier in Berlin. Das war spektakulär, eine große Auseinandersetzung. Was allenthalben zu merken war Ende der 80er Jahre, dass die Rede auf einmal war von den Vietnamesen als den Fidschis. Und das war, nahm Massencharakter an. Was Massencharakter annahm, war, dass die Polacken uns die Milch oder was auch immer wegkaufen. Das hatte ganz klar ökonomische Gründe. In einer sogenannten Mangelgesellschaft kommen dann noch weitere daher und kaufen jetzt die knappen Güter weg. Das ist auch eine Konkurrenzsituation. Und da entstand sowas, was man in der breiteren Gesellschaft wahrnahm. Aber dass Migranten durch oder Vertragsarbeiter durch die Städte gehetzt wurden, habe ich nie gewusst vorher. Ganz interessant. Es ist in der DDR, um das dazu zu sagen, da geht nicht nur um Rassismus. Jedes Problem ist weggebügelt worden. Es kam nicht vor in der Gesellschaft. Wenn nicht Westkorrespondenten über die Opposition davon erfahren hätten, hätten die normalen DDR-Bürger drei Straßen weiter gar nichts davon gemerkt. Also insofern ist die Frage nicht einfach zu beantworten, aber in der Opposition hat als Reaktion zum Beispiel auf diese Nazi-Überfälle, die spürbar waren, hat sich eine autonome Antifa gebildet. Antifa-Strukturen gab es schon Ende der 80er Jahre, seit 87 etwa. Also organisierter Widerstand. Aber das bezog sich ganz direkt, wenn man so will, auch richtig auf Faschos, weil die als solche ja auch aufgetreten sind, auf die anderen Probleme, zum Beispiel die Arbeit mit den, eingangs wurde vorhin von den sogenannten Dritten Weltgruppen oder so gearbeitet, die gab es auch in der DDR im Rahmen der Opposition. Die haben sich dem Thema natürlich auch gewidmet. Aber wie es innen drin bei den Vertragsarbeitern aussah, wie die Verträge gestaltet waren, das war sozusagen wie Gefängnis. Die sind in ihre Häuser gegangen, davon erfuhr man nichts. Die durften mit ihren Kollegen meistens nicht sprechen. Schwarze, also Kubaner waren das in der Regel oder Angolaner und so weiter, die konnten mit ihren Kollegen am Arbeitsplatz sprechen. Aber bei Vietnamesen war es zum Beispiel sehr viel schwieriger. Man merkte nur, es ist separiert, du kamst aber eigentlich an sie nicht ran. Das heißt, auch nur die, die unmittelbar mit ihnen zu tun hatten, erfuhren über die Probleme überhaupt etwas. Und das hat sich natürlich auch auf die Opposition ausgewirkt, sodass erst am Schluss, ich sag mal so, Hans Bodrow, der neue Regierungschef, als sogenannter Reform, machte als erstes die Grenze zu Polen zu, damit die Polen uns nicht leer kaufen. Da hat die gesamte Opposition sofort gegen protestiert, weil das natürlich genau diese nationalistische Reaktion war, die wir nicht wollten. Also diese Probleme waren latent immer bewusst. Aber in dieser Fülle, in dieser Eindeutigkeit würde ich sagen, so nicht, bis auf wenige Gruppen, die selbst betroffen waren. Manja, Matthias, wie schätzt ihr das denn ein? Sind die rassistischen Strukturen der DDR für den heutigen Rassismus im Osten verantwortlich oder die Abwicklung der DDR unter westlichem Zepter? Oder vielleicht beides? Na sicher geht das Hand in Hand. Ich will noch mal ergänzend, also aus meiner eigenen Erfahrung, noch zu dem, was Bernd erzählte, zur eigenen Wahrnehmung von Rassismus oder rassistischen Strukturen in der DDR, was sagen. Also es gab bei uns, in meiner Kindheit gab es durchaus eine Einübung, fast wie so ein Ritual. Also die angolanischen und mosambikanischen Vertragsarbeiter, wenn das Stadtfest stattfand, dann war ganz klar, dass am Ende einer von denen gejagt wird. Also es war hatte fast so Volksfestcharakter. Und darüber wurde gar nicht geredet, sondern da haben alle Spaß dran gehabt. Und dann hieß es, heute schmeißen wir eine Kohle in die Havel. Und so erinnere ich den Sound, also an die Niedertracht und den Sound, erinnere ich mich durchaus aus meiner Kindheit. Dann ist 1991 das örtliche Asylbewerberheim in Zielnik, wo ich herkomme, angezündet worden von Kindern. Die waren 12 und 13, weil die Neonazi-Strukturen damals schon so weit verfestigt waren, die schon so viel Know-how und Ideen hatten von dem, wie man sich jetzt zu verhalten hat, dass sie eben ihre strafunmündigen jüngeren Geschwister dahin geschickt haben. Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen, das Heim ist evakuiert worden und heute
Es ist immer noch so, dass Wochenende, Feierlaune, Langeweile die Kinder vors Asylbewerberheim ziehen und dort Böller abschießen, ja, also um Angst zu verbreiten. Also ich würde schon sagen, das war durchaus, also in den ländlichen Gebieten, aus denen ich komme, durchaus zu spüren, ein rassistischer Konsens und fast einen folkloristischen Initiationsmoment, dass man sich so traut, jetzt trau dich mal, den Schwarzen durch die Stadt zu jagen, und das Wort wurde nicht benutzt. Also das ist meine Kindheit, vielleicht war es erst in den späten 80ern, dann so virulent, aber ich höre eigentlich ähnliche Geschichten und möchte aufmerksam machen auf die großartige Webdoku Eigensinn im Ruderland, die kann man sich anschauen im Netz, und da erzählen nämlich Menschen, die betroffen waren von Rassismus in der DDR, Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam, Angola, Mosambik, Leute eben, da hört man sie reden, und die erzählen dann so Geschichten wie, dass sie manchmal geschwänzt haben und dafür ist jemand anders zur Schicht gegangen, weil die Ostdeutschen ja eh zu blöd waren zu unterscheiden, ob das jetzt ich bin oder meine Freundin. Ja, also und das gab eben Eigensinn und Widerstand auch auf der Seite, was jetzt eine ganz wichtige Stimme ist, finde ich, die man auch hören muss und auch einbinden sollte in diese ganze Debatte grundsätzlich. Aber sorry. Ja, und zu den sozialen Verwerfungen nochmal, ja klar, spielt das eine Rolle. Es gibt jetzt keine 1:1, keine Zwangsläufigkeit, ich bin arbeitslos, muss ich Nazi werden, ist ja klar. Aber ich erinnere mich durchaus an die soziale Katastrophe, an das Brechen von jedem Halt und das, was es mit den Familien gemacht hat. Es war ja niemand nicht betroffen. Und das Bittere war, dass eben auch die Leute, die schon zu DDR-Zeiten, denen es damals schon nicht gut gegangen ist, die damals schon eigentlich durchs Raster gefallen sind, es fiel niemand so radikal durchs Raster wie heute, landete niemand auf der Straße und verhungerte vielleicht, aber dann haben sie sich eben totgesoffen über Generationen. Also genau die eben schon abgehängt waren, vielleicht weil sie Widerstand geleistet haben, vielleicht weil sie einfach schräg waren, weil sie nicht passten in dieses schöne Kleingarten-Denken, Kleingartenbild, dieses überhaupt spießige Bild, was sich in der DDR so geformt wurde von wie man zu sein hatte. Und genau die waren es, die wieder durchgefallen sind. Und die sind übrigens heute auch wieder nur Spielmasse, Verfügungsmasse in den Debatten, denn tatsächlich geht es doch weder der AfD noch irgendeiner Partei ernsthaft um diese Leute, die ganz. Also man muss durch irgendeine x-beliebige Provinz fahren, Sonntagnachmittag, und die Leute torkeln einem entgegen. Das Elend ist einfach da, und damals hat es begonnen. Und sicher war das mitten Katalysator für das, was geschah, aber es erklärt es nicht allein. Ich nehme die Frage mal wörtlich und würde sagen, für rassistische Strukturen sind in erster Instanz die Rassisten verantwortlich zu machen und in zweiter Instanz diejenigen, die sie zulassen. Das bedeutet nicht, dass es auf der Ursachenseite, um das zu differenzieren, weil ich kann es nicht mehr hören, dass irgendwie die AfD und Pegida gerechtfertigt wird mit den schlimmen Wendeerfahrungen, die natürlich schmerzhaft waren, auch für meine Familie. Aber nichtsdestotrotz hat es einen Großteil geschafft, Rassist ist wieder schwierig, weil Rassismus weit verbreitet ist in allen Bevölkerungsschichten, aber zumindest kein Rechtsradikaler zu werden. Das bedeutet, dieses Narrativ von, das sind ja irgendwie die sozial Abgehängten, das ist, erstens nimmt es die Menschen aus der Verantwortung, die immer eine Wahl haben, sich zu entscheiden, werde ich ein Arschloch oder nicht. Und zweitens ist es auch falsch, wenn wir uns die empirischen Befunde angucken, entweder beispielsweise, wer geht zu Pegida oder wer wird auch AfD. Ja, da gibt es ein Teil auch der wirtschaftlich Abgehängten, aber das erklärt überhaupt nicht die Erfolge. Die Erfolge, die Massenmobilisierungserfolge sind nur zu erklären, wenn man tatsächlich dem Rechnung trägt, dass ein Großteil der AfD-Unterstützerinnen, der Wählerinnen nicht aus wirtschaftlichen Motiven, jedenfalls nicht aus in erster Instanz wirtschaftlichen Motiven, ihr Kreuz da machen. Es sind nicht die Abgehängten, sondern es sind eher die Privilegierten. Es sind die Privilegierten, es sind in Westdeutschland wie in Ostdeutschland eher Menschen mit einem überdurchschnittlichen Bildungsabschluss gewesen, die bei Pegida waren. Es gab auch die anderen, aber sie haben nicht die Massenmobilisierung, die ja das Neue ausmacht. Die haben das nicht geprägt. Es ist ein bisschen, wie das in der Politikwissenschaft diskutiert wird, eigentlich ein kultureller Backlash. Es ist ein kultureller Backlash gegen die Liberalisierung der Gesellschaft, gegen Genderfortschritte, gegen Antirassismus, gegen Kosmopolitismus, gegen, wenn man so will, progressive Werte. Und das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, ein deutsches Problem, sondern weltweit. Das ist genauso wie Rassismus. Es ist kein deutsches Problem, sondern ist fester Bestandteil europäischer Kultur und jeglicher Kulturen, die davon ausgegangen sind sozusagen. Das bedeutet, was die Schwierigkeit in Ostdeutschland nochmal
in Kontrast zu den alten Bundesländern darstellt, ist, dass es in Ostdeutschland keinen Kulturkampf gab. Es gab keinen 68. Es gab keinen selbstreflektierten oder keinen Ansatz der Selbstreflexion. Was haben eigentlich meine Familien gemacht im Nationalsozialismus? Wie ist das eigentlich so mit Rollenmustern, mit Sexismus? Es gab den Widerstand gegen den Staat, aber es gab keine innere Aufklärung sozusagen. Und stille Revolution, wie das manchmal beschrieben wird, die stille Revolution postmaterieller Werte, die in der Westeuropa, in den westlich geprägten Ländern stattgefunden hat, die kam in Ostdeutschland nicht zusätzlich zu den materiellen Problemen und Nöten und Existenzsicherungsbedürfnissen zusätzlich über Nacht. Das erklärt auch so ein bisschen den Zeitpunkt. Also die Leute, die sich jetzt für die AfD engagieren, das sind nicht sozial Abgehängte, wirtschaftlich Abgehängte, das sind Leute, die es geschafft haben, die angekommen sind, die sozial abgesichert sind, das sagen sie auch von sich selber, und die sozusagen die Zeit haben, sich um andere Probleme aus ihrer Sicht zu kümmern, nämlich dass ihre rassistischen, nationalistischen, autoritären Ansprüche im 21. Jahrhundert schlicht und einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Jetzt habe ich sowohl von Manja als auch von Rola gehört, trotz alledem gibt es Hoffnung. Es gibt nicht nur Arschlöcher und Nazis im Osten. Früher gab es ja so die ein oder andere Demonstration, wo man mit Kühe, Schweine Ostdeutschland auf die Straße gegangen ist. Und vielleicht ist es auch ganz gut heute, auch zu sagen, dass es durchaus auch Menschen gibt oder dass es einen Entscheidungsmoment gibt, dass Menschen sich dafür entscheiden können, werde ich ein Arschloch oder halt nicht. Und es gibt durchaus auch Menschen, die sich dafür entschieden haben, kein Arschloch, kein Nazi zu werden. So, ne? Wenn wir jetzt mal in den Osten gucken und auch vor diese Landtagswahlen jetzt, also wo seht ihr denn oder wo siehst du denn, Rola, die Herausforderung für solidarische Menschen in Chemnitz? Wo siehst du Herausforderungen für Vereine und so soziale Akteure, die eben um eine solidarische Gesellschaft ringen? Ja, ich habe das ja vorhin ein bisschen erwähnt, dass, wie gesagt, es gilt einfach die Menschen, die sich dort vor Ort, ob es Organisationen, Vereine, Einzelpersonen sind, einfach zu unterstützen und zu stärken und sie einfach alleine nicht dort zu lassen. Und wie gesagt, es braucht moralische Hilfe, es braucht Menschen, die vor Ort sind, wenn Rechte auf die Straßen marschieren, dass Menschen dort kommen, auch von hier, und die zeigen, ihr seid nicht alleine, wir sind mit euch. Und es braucht auch Ressourcen. Und ja, es braucht Menschen, die antirassistisch, antifaschistisch, solidarisch und migrantisch sind. Und sag mal, was für eine, also wir haben ja darüber auch schon gesprochen, dass es dieses große Abwanderungsproblem gibt von Leuten, die sozusagen aus dem ostdeutschen Hinterland in die Städte ziehen. Was braucht es denn für Unterstützung jetzt für Netzwerke wie eure in Chemnitz? Was kann man machen, beispielsweise aus Berlin, Leipzig oder Dresden oder Hamburg? Man kann, wie gesagt, mobilisieren, zu unseren Demos kommen, zu unseren Veranstaltungen kommen, uns mit Ressourcen helfen. Ich weiß nicht genau, was du mit dieser Frage so meinst. Ja, ich frage mich halt, oder viele fragen sich das ja in den Großstädten, was können wir machen, damit wir eben diese Menschen, die solidarisch eingestellt sind im Osten, um denen den Rücken zu stärken, um die zu unterstützen? Ja, einfach, wie gesagt, ihre Kämpfe mitgehen, sie nicht alleine lassen, unterstützen und auch lautstark mit ihnen gegen die Rechte auf die Straße gehen. Und Matthias, was sagst du, vor welchen Herausforderungen stehen soziale, solidarische Akteure in Thüringen und was kann man beispielsweise von hier oder der westdeutschen Stadt tun? Die Herausforderung ist, dass das, was erfolgreich aufgebaut wurde in den vergangenen 30 Jahren, dass das in einem gigantischen Backlash niedergerissen wird, wenn AfD in Verantwortung kommt. Das ist ja das, was ganz realistisch vor unserer Haustür steht. Mit den Folgen, dass wieder tausende Menschen weggehen werden, die sich in dieser Kultur nicht mehr wohlfühlen, die dann nicht mehr finanziert werden. Ich will mal aber das Blatt nochmal drehen und auf eine Erfolgsgeschichte verweisen, als mal ein Beispiel. Es ist ja nicht so, dass auch die Politik nicht verstanden
Probleme hätte in Ostdeutschland weitgehend, dass man große Probleme hat und dann gibt es Programme, die aufgelegt werden für Demokratie gegen Rechtsextremismus, die durchaus wirksam sind. Du kennst Kahla, eine Stadt, die von der Wehrsportgruppe Hoffmann bis hin zu Brandanschlägen noch in den letzten Jahren immer als eine Nazi-Hochburg bekannt war, als wirklich ein rechtsextremes Zentrum, ist eine Kleinstadt, 10 Minuten von Jena entfernt. Als es gelang, in Jena die Nazis zu vertreiben, haben sie sich dort angesiedelt. Die konnten sich für 11.000 Euro genau in der Innenstadt ein Haus kaufen, wo sie so eine logistische Zentrale eingerichtet haben. In der Stadt wurde vor ein paar Jahren ein Demokratieladen gegründet. Das, im Grunde wäre das früher mal ein Infoladen gewesen, aber er wurde staatlich finanziert. Das heißt, immer mal müssen die Mitarbeiterinnen da einem Minister die Hand schütteln und ansonsten machen die richtig gute Sachen. Die machen also Queer-Festivals auf dem Marktplatz, die machen Infoveranstaltungen in einer schwierigen Umgebung. Das heißt, kurz nach der Gründung gab es einen Brandanschlag auf das Haus. In dem Haus wohnen auch Familien oben drüber, wirklich also ein hohes Bedrohungslevel. Die Leute sind dort geblieben, wurden dafür auch bezahlt, werden dafür bezahlt. Das Ergebnis ist, noch in der letzten Legislaturperiode saß die NPD im Stadtrat und im Kreistag waren vertreten, es gab Veranstaltungen, es gab Festivals, mittlerweile hat sich die rechtsextreme Burschenschaft, die in der Stadt ist, die hat sich aufgelöst, die Nazis sind nicht mehr in den Parlamenten und sogar die AfD ist unterdurchschnittlich aus den Europa- und Kommunalwahlkämpfen im Vergleich zum Landestrend herausgegangen. Das sind Momente, die also durchaus sehr gut funktionieren. Warum gibt es nicht nächstes Jahr in 4, 5 ostdeutschen Mittelstädten Unteilbarläden, die da eine Struktur anbieten, die die Menschen unterstützen, die so eine Basis-Graswurzel zur Arbeit machen. Ich habe das Beispiel des Nazi-Hauses benannt für 11.000 Euro. Also man kriegt in Ostdeutschland Immobilien, man kriegt Projektgelder hinterhergeschmissen. Ist so, dieses Möglichkeitsfenster ist auf. 10 Leute machen in einer Stadt wie Kahla oder sonst wo machen einen Unterschied. In Berlin nimmt man sie nicht wahr. Also rausgehen und nicht nur am 24.08., sondern vielleicht auch danach und sich vielleicht festsetzen, die Menschen unterstützen. Ich glaube, man kann wirklich viel machen, mit Geld, aber auch mit Präsenz. Präsenz kann man übrigens auch zeigen bei der tollen Marktplatz- und Konzerttour Wann, wenn nicht jetzt, die gerade durch Sachsen, Brandenburg und Thüringen zieht. Da findet ihr auch online die Termine, falls ihr mal eine Kleinstadt in Brandenburg, Thüringen oder Sachsen besuchen wollt, könnt ihr da auch nochmal einen Besuch abstatten. Vielleicht noch als letzte Frage nochmal an Bernd und Manja, bevor wir dann auch nochmal kurz ans Publikum öffnen. Was denkt ihr denn, was müsste in diesen Regionen allgemein passieren? Habt ihr eine Idee, was gut sein könnte, um sozusagen Akteure zu stärken, um handlungsfähig zu bleiben gegen rassistische Strukturen und Nazi-Netzwerke? Ich glaube, da gibt es ganz viel. Also kauft Häuser, zieht dahin, macht Urlaub dort, redet mit den Leuten, gerade über Wann, wenn ich jetzt und Aufbruch Ost und die Vernetzung jetzt unter dem Dach von Unteilbar, passiert das ja gerade in Ostdeutschland, die Leute vernetzen sich miteinander, es gibt, plötzlich stellen alle fest, ja im Nachbarort gibt es auch was, man wusste nur nicht voneinander, das beginnt gerade, da kann man sich erkundigen, die Netzwerke wachsen und gedeihen, das wird auch immer weiter öffentlich und auf Websites immer weiter auch zugänglich. Am besten direkt anrufen, fragen, die Leute können sofort sagen, was sie brauchen, ob sie konkret eher mal eine Unterstützung brauchen, wenn Nazis sich ankündigen zu einem Konzert, wo sie ein bisschen Angst davor haben oder nicht nur ein bisschen, sondern auch berechtigte Angst davor haben, also wenn sie einfach Leute brauchen, die helfen und hinkommen. Manchmal braucht es Geld, manchmal braucht es eine Idee, manchmal braucht es ein bisschen Know-how, ja, auch Unterstützung und Erfahrung, all das. Also man kann sehr, sehr viel mit ganz, ganz wenig. Ich habe bis Ende der 90er in Brandenburg in der Provinz selber ganz viel versucht und gemacht und getan und weiß aus eigener Erfahrung, es braucht nicht viel, um einen über einen ganzen Sommer zu tragen. Also einfach die Gewissheit, nicht allein zu sein, unterstützt zu werden, mit warmen Worten, aber idealerweise auch mit konkreter Anwesenheit, Know-how, bisschen Geld, das kann echt ganz, ganz viel bewirken und das kann die Leute wirklich tragen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch bei Welcome United bin und wir sind seit Anfang Mai bis jetzt auch in Sachsen unterwegs. Wir besuchen die Migranten in den Lagern und treffen uns mit denen. Und wir waren in Borna, in Bautzen, Zwickau, Döbeln, Pirna. Und was die Menschen uns dort erzählt haben,
ist echt wirklich sehr, sehr schlimm, was sie täglich, das ist wirklich täglich, das bedeutet 7 Tage die Woche und das ganze Jahr lang sind sie Demütigung, Entrechtung und Ausgrenzung und rassistischen Übergriffen oder Beleidigungen ausgesetzt. Und es ist auch wichtig, dass diese Menschen diese Solidarität spüren, dass man dorthin geht, mit denen spricht. Und wenn sie zum Beispiel eine Auszeit brauchen von dieser Misere, in der sie dort leben, dass sie Zuflucht außerhalb finden. Und das ist ganz wichtig. Hast du noch eine Idee? Ich hoffe. Ich denke, wir müssen ernst nehmen, was Matthias vorhin gesagt hat, dass wenn die AfD jetzt sehr stark wird, genau die zivilgesellschaftlichen Strukturen, die jetzt da sind und die unterstützt werden müssen in der eben genannten Weise, dass die wirklich bedroht sind. Und ich glaube, das gilt ja dann auch nicht nur für Ostdeutschland, sondern dass sich so eine Bewegung wie Unteilbar überlegen muss, wie man mit überregionalen Kampagnen zusätzlich zu den direkten Unterstützungen versuchen kann, darauf Einfluss zu nehmen, dass, sagen wir mal, in einzelnen Regionen, Landesteilen und so weiter und so fort, das wieder rückgängig gemacht wird. Also das, glaube ich, kommt noch dazu, was diese praktische Seite angeht. Aber ich habe noch einen anderen Punkt, der heute noch nicht zur Sprache kam. 89, dieser Revolutionsprozess, wird ja heute von der radikalen Rechten okkupiert. Weil es gibt zurzeit nur eine radikale Systemopposition, die relevant und spürbar ist in der Gesellschaft. Das ist die rechte Opposition. Das gefällt uns natürlich nicht. Aber für die Leute, die mehr wollen als nur Pflästerchen sozusagen, für die Leute, die merken, dass eine Linkspartei, die seit Jahrzehnten mittlerweile in Ostdeutschland mitregiert, nun zum Teil des Establishments geworden ist, wichtige Dinge zum Teil dort gemacht hat im Einzelnen, aber an der Grundsatzsituation doch nichts geändert hat. Diese Leute wählen heute rechts, weil sie sagen, jetzt machen wir es mal andersrum, mal sehen, was passiert, um die oben zu ärgern. So, und das bedeutet für mich, dass vor diesem Hintergrund die Linke sich auch wieder der emanzipatorischen Aufbruchs von 89 diesem annehmen muss und ihn nicht der Rechten und seiner völkischen Verdrehung überlassen darf. Denn die machen natürlich nur, das Volk hat die liberale Obrigkeit oder was auch immer abgeschüttelt und heute sozusagen macht das dann auf Großdeutschland. Und das darf nicht passieren und damit hat natürlich die Linke auch einen Fokus der, sagen wir mal, geistig-intellektuellen Verankerung in Ostdeutschland. Denn diese Prozesse, die im Herbst 89 stattfanden, die sind weitgehend vergessen, selbst bei den Leuten, die damals dabei waren, weil sie überlagert wurden von allen anderen Prozessen. Das scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt. Und was ich mir zusätzlich wünschen würde als letzter Punkt, das geht aber weit über dieses Unmittelbare hinaus, dass wir auch als Linke in Ostdeutschland selber, und wir werden in Ostdeutschland nach wie vor eine besondere Gesellschaft sein, immerhin 20% hinterm Bruttoinland pro Kopf der Bevölkerung mit allen sozialökonomischen Merkmalen, die immer noch die alten deutschen Grenzen erkennen lassen. Das wird weiterhin so bleiben. Dass Ostdeutschland selber sich überlegt, wie es sich nicht nur auf sich selber bezieht, sondern wenn es für eine offene Gesellschaft gibt, für Prozesse eintritt, die sozusagen mindestens von europäischer Dimension sind, die weit über Ostdeutschland hinausgehen. Zum Beispiel, indem man sich an die Spitze aller Regionen in Deutschland, in Europa, die Welt wäre noch schöner, aber das wäre ja schon sehr viel, wenn man über Ostdeutschland hinaus so eine Themen ansprechen würde, wo sozusagen damit auch Ostdeutschland sich an eine politische sozusagen Spitze stellen könnte, was natürlich unheimlich auch intellektuell die Kräfte im Lande, also in Ostdeutschland selber stärken würde. Aber das ist natürlich noch mehr Zukunftsmusik. Naja, also ich meine, wir brauchen ja sowohl Fernzielbestimmung als halt aber vor allem jetzt in den nächsten Wochen und vor allem nach den Landtagswahlen Handlungsstrategien. Ich habe jetzt von euch gehört sozusagen, wir müssen migrantische Strukturen unterstützen und vor allem halt auch mal zuhören. Ich habe gehört, wir könnten sozusagen unteilbar Infoläden in ostdeutschen Städten schaffen. Wir können lokale Strukturen, die es gibt,
unterstützen. Man kann da hinfahren auf die Demonstrationen, auf die Marktplätze, auch die vielen, also auch so Kunst- und Kulturschaffende werden im Hinterland unterwegs sein. Also es gibt sozusagen schon eigentlich ein reichliches Angebot, wo man sich andocken könnte. Aber vielleicht habt auch ihr hier im Publikum noch Ideen, was wir tun können mit Unteilbar. Also wir werden ja hoffentlich alle gemeinsam auf die Demonstration fahren am 24.8. nach Dresden. Was können wir davor tun? Was werden wir danach tun? Kommt her mit euren Ideen. Wir haben Felix und Adriana, die sozusagen Mikros haben. Wir haben jetzt ungefähr noch so eine Viertelstunde, wo wir eure Ideen, aber natürlich auch Fragen noch sammeln und hören wollen. Hallo, ist es an? Ja, ja, super. Ich habe eigentlich eine Frage. Ich habe gehört, wir können euch unterstützen, indem wir zu den Events kommen. Das wäre total klasse, wenn es eine Übersicht gäbe, weil ich kenne, wann, wenn ich jetzt. Ich habe die auch unterstützt, ich finde das ganz toll. Aber wenn es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, wo es eine Webseite gibt, wo man Zugriff drauf hat, dass man diese ganzen Events, wo Unterstützung gewünscht ist, finden könnte. Das fände ich persönlich zum Beispiel großartig. Ah, ich sitze gerade, ja gut, das kenne ich, also die Tour kenne ich, aber jetzt über die Tour hinaus, meine ich, das ganze Jahr hinweg, wenn es da so eine gemeinsame Plattform gäbe, das fände ich zum Beispiel super. Okay, danke. Hallo. Ich würde mich dem anschließen. Die Idee kam ja auch während des Zuhörens. Damit verbunden ist noch ein ganz anderer Aspekt. Was mich wahnsinnig wütend macht, ist, dass dieses Nazi-Problem und Rassismus-Problem zu einem ostdeutschen Problem wird. Ich habe vorhin mal ein bisschen geblättert in dem Buch von Matthias. Ja, in dem Kapitel, ist es ein ostdeutsches Problem oder nicht? Du machst sehr eindrückliche Beispiele, schon auf den ersten drei Seiten, indem du einfach mal zusammenrechnest, wie viele Gesamtwähler es überhaupt sind, die rechts wählen, und dass die in absoluten Zahlen im Westen deutlich höher sind als im Osten. Natürlich ist es nochmal ein anderer Blickwinkel, wenn im Osten dann ganze Landesparlamente in drei Ländern von 25% Nazis belegt werden in Zukunft, was wir alle wahrscheinlich nicht hoffen, aber naja, die Hochrechnungen oder die Erwartungen sind anders. Aber damit verbunden, was in dieser ganzen Diskussion wahnsinnig untergeht, das sind all diese Menschen, die sich seit 30 Jahren im Osten den Arsch aufreißen, in privaten Initiativen, in größtenteils ehrenamtlichen Initiativen, und die überhaupt nicht genannt werden und die völlig untergehen, die dort unter zum Teil wirklich katastrophalen Bedingungen die Stellung halten, in winzig kleinen Dörfern in Mecklenburg, in Brandenburg, in Sachsen, solche Sachen wie in Kahla, diese Brandanschläge, wo Familien oben drüber wohnen. Das sind die Geschichten, die erzählt werden müssen. Das sind die Geschichten, die in den Medien stattfinden müssen, um einfach auch mal klarzumachen, dass diese Länder im Osten nicht komplett rechtsversifft sind, sondern dass es dort immer noch eine überwiegende Anzahl von Leuten gibt, die ein Rückgrat haben und die sich mit diesem ganzen Scheiß nicht identifizieren. Und dafür müssen wir Öffentlichkeitsarbeit machen, und deshalb unterstütze ich diese Idee mit der Plattform. Es muss sichtbar werden, diese ganzen Initiativen müssen sichtbar werden, die müssen, und nur durch die Sichtbarmachung und auch um zu zeigen, was verloren geht an gewachsenen Strukturen, was da an Arbeit passiert ist und was absolut bedroht ist, unterzugehen. Das müssen wir sichtbar machen, das müssen wir zeigen. Und dann, wenn es sichtbar ist, dann finden sich auch Unterstützer. Da habe ich gar keine Sorge. Ja, also vielen Dank. Und ja, ehrlich gedacht, dachte ich, wir hätten es gebracht, aber dann auf jeden Fall nicht laut genug, und man kann es gar nicht oft genug sagen, weil in der Tat, es gibt sie überall, also in jedem noch so kleinen Dorf, es gibt überall einfach Leute, die das kontinuierlich machen oder auch wieder zurückkommen und neue Sachen aufbauen und so. Ich toure durchs ganze Land und ich kann nur sagen, was die da machen, Hut ab, und sie riskieren jeden Tag jede Menge und ja, sie sind überall, also danke dafür. Das knüpft, glaube ich, ganz gut an. Ich würde auch noch mal unterstreichen, was Matthias gesagt hat. Also man könnte so eine ähnliche positive Geschichte auch aus Anklam erzählen. Also die wurde mir letztens auch aus Greifswald, die immer schon in Anklam die Leute unterstützt haben, genauso erzählt, dass sich jetzt sozusagen auch auf den Wochenmärkten
unter den Bürgern so rumspricht, dass es doch total gut ist, dass es den Demokratiebahnhof in Anklam gibt und den Demokratieladen. Was ich ein klein bisschen anders sehe, ist, ob es nun unbedingt die Aufgabe ist, neue Unteilbar-Läden da zu errichten, weil ich glaube, bisher, so wie ich zumindest Unteilbar auch schätzen gelernt habe, bestand sozusagen die Leistung von Unteilbar genau darin, eben nicht sozusagen bestehende Strukturen zu majorisieren oder zu verdrängen, sondern eher hinzufahren, zuzuhören und zu verstärken. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen der bessere Weg, als jetzt unbedingt die Marke Unteilbar da zu streuen. Und das muss ich wirklich sagen, ist so ein Punkt, der mich auch immer noch, auch in meiner eigenen entwicklungspolitischen Szene total umtreibt, ist so eine Borniertheit und Ignoranz in Westdeutschland. Ja? Also sozusagen sowas wie eine fehlende Solidarität, ja? Dass das immer noch nicht so wahrgenommen wird. Und da ist für mich das Bündnis Unteilbar im Augenblick wirklich, macht den Unterschied. Also sozusagen, ich finde, die sind einfach ein Stück weiter als größtenteils andere zivilgesellschaftlichen Szenen. Und da, finde ich, kann man auch nochmal dran rühren und appellieren und in den Arsch treten und eben auch sozusagen über Solidarität Ressourcen schaffen, mal hinfahren, also sowas wie Patenschaften, also nicht in so einem paternalistischen Sinne so, sondern gegenseitig sich unterstützend. Also da liegt, glaube ich, auch noch ganz viel Potenzial. Ja, danke. Da hinten gibt es noch eine Meldung. Hallo, ich bin von Diem25. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von Varoufakis eine ins Leben gerufene Bewegung, die jetzt generell europäisch tätig ist. Und es gibt eine Möglichkeit, halt, sich da zu engagieren und sogenannte DSCs zu gründen, halt in sämtlichen Städten oder Dörfern oder wo auch immer, um halt auch sozusagen politisch präsent zu sein. Und man kann sich dort einbringen. Es ist der Plan, eine europäische Verfassung zu gründen. Und alle Ideen sind eigentlich dort willkommen. Und ich glaube, dass es halt unter Umständen auch möglich ist, dort ja, aktiv zu werden auf einem europäischen Rahmen. Dankeschön. Genau, es kam vorhin kurz die Frage auf, warum es gerade jetzt so losgeht oder so ein Hegemoniekampf in Ostdeutschland ist. Und ich glaube, was dabei wichtig zu bedenken ist, es kam auch vorhin so ein bisschen an, die Wende ist jetzt fast 30 Jahre her und es verändern sich auch gerade die kleinen Städte und die Dörfer auf dem Land, was glaube ich auch gerade zu diesem Gefühl bei den Rechten führt, wir müssen jetzt hier irgendwas verteidigen, irgendwas reinhalten, weil sich die Städte verändern, weil sie bunter werden, weil da mehr Leute leben, die andere Lebenshintergründe haben, als sie eine quasi homogene Gesellschaft kurz nach Ende der DDR hatte. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir jetzt gerade was ausrichten können, wenn wir versuchen, das zu pushen und die Leute zu verstärken und diese Veränderung vorwärts zu treiben und eben positiv zu nutzen, damit es nicht wieder zurückfällt in eben den Flächenbrand, den wir schon hatten. Insofern ist auch, glaube ich, eine große Demo außerhalb von Berlin eine recht gute Idee, weil Berlin ja scheinbar sich selbst auch nicht wahrnimmt, wenn irgendwie 250.000 Leute eine Spaltenmeldung sind. Und dann vielleicht eben dahin zu gehen, wo gerade die Veränderung stattfindet und wo auch gerade in der ostdeutschen Kultur die Verhandlungen stattfinden, wie es jetzt nun weitergehen soll. Vielen Dank. Also, ja, herzlichen Dank auch nochmal für euch, eure Anregungen aus dem Publikum. Gibt noch eine Frage? Ah, okay, so, es blendet so, ich habe es nicht gesehen. Okay. Ja, also war eigentlich keine richtige Frage. Ich wollte nur nochmal sagen, geht so ein bisschen in die Richtung auch, was Andreas gerade gesagt hat. Ich finde, ganz wichtig ist eben deswegen auch Unteilbar. Deswegen finde ich auch Unteilbar macht eine ganz tolle Arbeit in der Richtung, dass wir eben einfach zusammen an das Problem rangehen müssen. Wir müssen gemeinsam gegen Rassismus kämpfen oder gegen Rechtspopulismus oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte.
Und wir müssen auch, also ich sehe auch ein, dass im Ostdeutschland immer noch größere Probleme liegen, einfach geschichtlicher Hintergrund, historische Ereignisse, und das kann man auch gar nicht leugnen und das soll man auch nicht. Aber wir sind jetzt ein vereintes Deutschland und ich finde, es ist auch Aufgabe des Westens, darauf einzugehen und einfach die Strukturen, die in Ostdeutschland noch, im ehemaligen Ostdeutschland noch nicht so ausgeprägt sind, zu übertragen und dass wir einfach alle gemeinsam dann gegen oder für unsere Werte einfach kämpfen können und eben nicht mehr so sehr das aufteilen müssen, sondern eben unteilbar sind. Dankeschön. Ja, also hoffentlich sozusagen gibt es auch einige ZuhörerInnen und Zuhörer im Livestream, die vielleicht eher im Westen leben und das jetzt auch gehört haben, dass es tatsächlich mit unteilbar ja eine Möglichkeit gibt, eben wirklich die Mauer endlich mal einzureißen, die halt vielleicht noch in Köpfen fortbesteht und so weiter. Wir haben jetzt hier noch ein paar Vorschläge gesammelt, dass eine Plattform, wo sozusagen Termine, also sozusagen, wo man leicht übersichtlich sieht, wo sind denn eigentlich Orte und Termine, wo man gut auch mal hinfahren könnte. Häuser kaufen. Und teilweise Infoläden, ja oder nein, müssen wir noch diskutieren. Die Strukturen vor Ort unterstützen, uns vernetzen, auf die Marktplätze fahren und vor allem am 24.08. Gemeinsam nach Dresden fahren. Und wir haben darüber gesprochen, dass die rechten Kräfte mit oberflächlichen und einfachen Antworten auf sehr komplexe Fragen, dass sie damit arbeiten und wie wir alle wissen, eigentlich nichts anderes als Hass zu bieten haben. In neoliberalen Gesellschaften wie unseren ist es sicherlich immer einfacher, mit Hass zu arbeiten, mit Hass zu arbeiten, als sich den eigenen Schmerzen vielleicht auch zu stellen. Deswegen kann unteilbar vielleicht auch ein Ort sein, wo, auch wenn es pathetisch klingt, Liebe, Empathie und eben Solidarität auch stattfindet und vielleicht auch was ist, was wir sozusagen auch in unseren Alltag auch gegenüber vielleicht Menschen anwenden können, die wir noch nicht kennen. Das ist vielleicht etwas, eine Kraft, die wir mitnehmen können. Und ist ja immer schön, sowas auch gemeinsam auf die Straße zu tragen. Deswegen kann vielleicht der 24.08. schon so eine Zugfahrt, kann ja schön sein, gemeinsam mit dem Zug nach Dresden zu fahren und dort für eine offene und solidarische Gesellschaft auf die Straße zu gehen. Und da auch Kraft mitzunehmen, die wir sicherlich auch alle brauchen werden nach den Landtagswahlen. Deswegen würde ich jetzt gerne nochmal Nora und Andreas auf die Bühne bitten, die nochmal was sagen wollen zu der zu den Zugtickets. Ich möchte mich herzlich bei meinen Podiumsdiskutantinnen bedanken. Ich würde gerne, habe eigentlich noch eine ganze Seite an Fragen gehabt an euch, dafür war jetzt gar keine Zeit mehr so richtig, aber wir sind auch noch heute Abend hier, wir können auch einfach das noch übergehen lassen, um mit einer Limo oder einem anderen Getränk hier noch weiter ins Gespräch kommen. Vielen, vielen Dank auch für euer Zuhören und für eure Ideen. Und wie kommen wir nach Dresden? Nora, Andreas. Ist an? Jetzt ist an. Ja. Anna, du hast ja eben gesagt, es macht Spaß, Zug zu fahren. Also mir geht es eigentlich so, früher als kleiner Junge konnte ich mit der Märklin-Eisenbahn so gar nichts anfangen. Jetzt muss ich allerdings gestehen, in dieser AG Sonderzüge zu sein, das macht echt einen Heidenspaß. Wir treffen uns wöchentlich und es ist ja auch eine irre Aufgabe, da 1700 Leute nur von Berlin nach Dresden zu bringen. Wir wollen jetzt einfach mal so ein paar Details hier kurz in den Raum werfen, also was diese Züge angeht. Also wir können so viel sagen, dass wir gemeinsam beide Züge morgens so zwischen 8 und 9 von dem Bahnhof Lichtenberg aus losfahren werden. Es gibt zwei Züge, in dem Zug A fährt unter anderem Amnesty, Sühnezeichen, der RAV, die vielen verschiedene Gewerkschaften und Top mit. Im Zug B ist es die IL, Ende Gelände. Dann Deutsch Plus und noch andere Leute. So, es gibt in den Zügen jeweils Verantwortliche für die Waggons und für die Gesamtzüge.
Und für die Sicherheit ist auch garantiert, also für unseren Schutz. Und vor allen Dingen, was nett ist, es gibt in Dresden nette Leute, die uns vom Bahnhof abholen und dann zum Altmarkt bringen. Abends werden wir dann auch wieder pünktlich losfahren. Wir sind dann schätzungsweise so gegen 10:30 wieder in Berlin, wieder in Lichtenberg. Also ist vielleicht für euch auch wichtig, die mitfahren wollen. Auf dem Hinweg gibt es eben Kulturprogramm in beiden Zügen. Da hier, glaube ich, eher der Zug B relevant ist, kann ich ja mal kurz sagen, was da so geplant ist. Also es gibt einen Partywaggon, der auf dem Hinweg für die Kultur genutzt wird und für Infoveranstaltungen. Da gibt es unter anderem nochmal einen Auszug aus den Asylmonologen, also auch von der Bühne für Menschenrechte, das ist auch in beiden Zügen. Dann gibt es eine Infoveranstaltung Nazis raus aus den Stadien und eine kritische Auseinandersetzung über den Rechtsruck auch in den Wissenschaften. So, auf dem Hinweg, wir haben uns darauf geeinigt, es so zu nennen, es herrscht strikter Alkoholverzicht. Ja, also Verbote werden können wir nicht durchsetzen, aber es ist klar, Leute, dass wir irgendwie ohne Alkohol dahin fahren. Die gute Nachricht, am Rückweg gibt es dann nur noch Party in beiden Waggons und da darf dann auch getrunken werden. Und wir haben auch zwei DJs am Start, also die dann die Heimreise, die dann auch eine Stunde länger dauert, weil wahrscheinlich dann die Party länger dauern soll, gut auflegen. Soweit, Nora, und die Details für die Tickets hast du. Genau, ich bin wieder. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank. Danke für die Details vom Zug, aber vor allem danke für diese spannende Diskussionsrunde von euch. Danke an alle, die hier waren und natürlich auch an die Aktiven, die das hier sich ausgedacht, organisiert und vorbereitet haben. Dafür auch nochmal einen großen Applaus. Bei Unteilbar kann man auch mitmachen. Wenn ihr Lust dazu habt, mitzumachen oder einfach nur in unseren Newsletter wollt, könnt ihr euch dort hinten am Infostand eintragen oder auch auf unserer Webseite. Und zu den Sonderzugtickets, ein Ticket für hin und zurück von Berlin nach Dresden und zurück kostet 42 Euro. Wir freuen uns, wenn ihr ein bisschen mehr gebt, um noch anderen Menschen die Fahrt zu ermöglichen, die nicht so viel Geld haben. Ihr könnt auch, wenn ihr selber nicht fahren könnt, Tickets spenden. Ihr könnt auch hier ein Ticket kaufen und es einer anderen Person schenken. Es gibt da ganz viele verschiedene Varianten. Hauptsache, wir sind möglichst viele Leute in den Zügen und natürlich auch von überall aus der ganzen Republik, die nach Dresden fahren, damit wir uns dann alle am 24. August dort zu einer großen, starken, solidarischen Unteilbar-Demo sehen. Hier wird am 24.08. die Auftaktkundgebung der Unteilbar-Demonstration stattfinden. Ab 12 sammeln wir uns hier. Ab 13 Uhr beginnt die Auftaktkundgebung mit vielen Rednerinnen aus verschiedenen Bewegungen, Initiativen und Gruppen. Und ab 14 Uhr werden wir dann mit der Unteilbar-Demonstration für eine offene und solidarische Gesellschaft durch Dresden ziehen. Am Altmarkt werden wir über die Wilsdrucker Straße Pirnaischen Platz Richtung Carola-Brücke ziehen. Weiter geht's über die Elbe in Richtung Neustadt. Über die Albertbrücke gehen wir zurück in den Dresdner Süden, über Sachsenallee Richtung Cockerwiese. Ab 17 Uhr werden wir ungefähr hier auf der Cockerwiese ankommen und unsere Abschlusskundgebung gemeinsam begehen. Bis in den Abend werden wir feiern, Redebeiträgen lauschen und gemeinsam ein Fest der Solidarität feiern.